Hallo und herzlich willkommen bei Marine Caravaning, Ihrem Karthago Center West hier in Altenhofen bei Aachen. Heute geht's weiter mit dem dritten Teil unseres Tutorials und hier erkläre ich Ihnen alle Bedienungen und Einrichtungen hier zum Fiat Armaturenbrett. Also los geht's. Hier links neben dem Lenkrad habe ich natürlich verschiedene Taster. Zum einen kann ich hier die Motorstopp-Startautomatik ein- bzw. ausschalten. Dann habe ich hier für Nebelscheinwerfer vorne, Nebelschlussleuchte hinten, Leuchtweitenregulierung bedeutet also, wenn das Fahrzeug im Heck schwer beladen ist, das Heck taucht ein, die Front geht nach oben, würde ich ja den Gegenverkehr eventuell blenden, kann ich hier über diesen Taster das Licht dementsprechend in drei Stufen nach unten schalten, wird mir aber auch parallel hier im Kombi-Instrument angezeigt, in welcher einzelnen Stufe ich mich gerade befinde. Ganz wichtig, hier unten ist nochmal die Aktivierung der Ultraschall-Alarmanlage. Bedeutet, wenn ich das Fahrzeug ja über den Schlüssel abgeschlossen habe, ist erstmal die Alarmanlage eingeschaltet. Aber ich könnte mich ja, wenn die Ultraschall-Absicherung des Innenraums eingeschaltet ist, nicht im Fahrzeug bewegen. Dann schalte ich hier auf 0. Damit sind die hier im Fahrzeug verbauten Ultraschall-Sensoren ausgeschaltet und ich habe eine Absicherung der Außenhaut, kann mich im Fahrzeug bewegen, ohne dass die Alarmanlage losgeht. Hier habe ich den Tempomaten verbaut, den drehe ich hier den Hebel nach vorne. Damit habe ich Standby im Grunde genommen aktiviert und in dem Augenblick, wo ich nach vorne tippe, ist der Tempomat halt dementsprechend auf die Geschwindigkeit eingeschaltet, die ich gerade fahre. Ziehe ich nach unten, verlangsamt das Fahrzeug. Bremse ich oder drücke diesen Knopf, verlasse ich die Geschwindigkeit bzw. deaktiviere den Tempomaten, drücke ich diesen Knopf wieder, fährt das Fahrzeug wieder bis zur letztgefahrenen abgespeicherten Geschwindigkeit zurück. Drehe ich diesen Wahlhebel nach unten, habe ich einen sogenannten Limiter eingeschaltet und kann eine Geschwindigkeit anwählen, die das Fahrzeug dann auch nicht überschreitet. Hier auf der linken Seite habe ich den Monitor für die Rückfahrkamera verbaut. Den kann ich entweder manuell ein- oder ausschalten, hier über diesen Taster. Oder sobald ich den Rückwärtsgang einlege, aktiviert sich die Rückwärtskamera vollautomatisch. Des Weiteren sind hier im linken Bereich nochmal zwei 12-Volt-Dosen verbaut. Einmal als USB-Dose und einmal halt als klassische 12-Volt-Steckdose. Über den Mode-Taster komme ich hier ins Fahrzeugmenü hinein und kann einige Dinge verstellen, wie zum Beispiel die Helligkeit des Kombi-Instrumentes. Ich kann einen Summer hinterlegen, der bei einer gewissen Geschwindigkeit einschaltet. Oder beispielsweise das Beifahrer-Airbag deaktivieren, wenn hier beispielsweise ein Kindersitz eingebaut werden soll. Um das Beifahrer-Airbag zu deaktivieren, einfach auf den Mode-Knopf drücken, dann mit den beiden Tastern, die links daneben sind, mit dem Pfeilsymbol nach oben oder unten, nach unten durchdrücken, so lange, bis dass ich zum Menüpunkt komme, Airbag ein- bzw. ausschalten, da sind wir schon, Beifahrer-Airbag, da steht's, mit dem Mode-Knopf betätigen, bzw. bestätigen, dann wieder mit der Pfeiltaste nach unten auf Ausdrücken, wieder mit der Mode-Taste bestätigen, noch einmal bestätigen, weil es ist ein sehr wichtiger Eingriff ins Fahrzeugswesen, in die Sicherheit. Deswegen gehe ich nochmal nach oben, bestätige das wieder mit der Mode-Taste und jetzt ist das Beifahrer-Airbag ausgeschaltet. Dies wird zum einen hier oben über dieses Menüfältchen, was hinterlegt ist, angezeigt und zum anderen in der Mittelkonsole leuchtet eine Leuchte auf, die mir zeigt, dass das Beifahrer-Airbag, also Airbag 2, dementsprechend ausgeschaltet ist. Bitte machen Sie das auch wirklich nur, wenn das Beifahrer-Airbag beispielsweise durch den Einbau eines Kindersitzes ganz sicher ausgeschaltet sein muss. Weiter habe ich hier nochmal einen Schalter, um die elektrische Trittstufe von hier aus elektrisch einzufahren. Sollte ich sie beim Losfahren vergessen haben, einfach nur hier drauf drücken und die elektrische Trittstufe fährt ein. Und natürlich gibt es für die beiden Busspiegel auch dementsprechend eine Spiegelheizung. Außerdem habe ich hier links neben dem Lenkrad den Lichtschalter und Blinkerschalter. Weiter ist dieses Fahrzeug hier mit der sogenannten Lenkradfernbedienung ausgestattet. Hier habe ich die Möglichkeit, das Radio dementsprechend lauter
oder leiser zu machen, eine Mute-Funktion zu schalten, also kurzfristig mal eben den Ton komplett abschalten, Sendersuchlauf bzw. Stationstasten anzuwählen oder halt einfach ganz bequem Telefongespräche annehmen oder auch einhängen. Auf der rechten Seite des Lenkrads habe ich, wie soll es anders sein, den Schalter für die Scheibenwischanlage verbaut, sodass ich den Scheibenwischer hier halt dementsprechend in Intervall langsamer oder schneller Stufe steuern kann. Interessant wird es hier beim Getriebe. Das Getriebe verfügt über 9 Fahrstufen, die komplett vollautomatisch angewählt werden können oder auch manuell im manuellen Modus durch Tippen nach vorne eben runterschalten oder durch Heranziehen auf mich kann ich halt dementsprechend die einzelnen Gänge raufschalten. Neben der Anzeige für den einzelnen Gang, also P, R, N und D, gibt es eine Taste Drive Mode. Hier kann ich nochmal 3 verschiedene Fahrmodis einschalten: Eco, Normal oder Power. Da muss jeder für sich selber herausfinden, wann er welchen Betriebszustand halt dementsprechend möchte. Ja, jetzt sind wir auf Power, drücke ich nochmal drauf auf Eco und der normale Modus ist für mich vollkommen ausreichend. Interessant wird es dann jetzt hier nochmal beim Multimedia-System. Dieses Fahrzeug ist verbaut mit dem optional erhältlichen Navigationssystem. Hier kann ich eben dann über die Menütaste halt ins Hauptmenü gelangen und kann hier, wenn ich diesen Kompass-Pfeil halt dementsprechend anwähle, das Navigationssystem bzw. das Menü dementsprechend starten und hier gleich unten rechts über diesen Taster halt dann ein neues Ziel eingeben, neue Route, und so kann man halt jetzt stufenweise eben dann die Stadt, die Straße etc. eingeben und wird dann auch sicher zum Ziel navigiert. Selbstverständlich verfügt dieses Radio-Navigationssystem auch über die Möglichkeit einer Freisprecheinrichtung. Hierzu kann ich mein Telefon ganz einfach per Bluetooth verbinden. Dazu rufe ich mein Menü, Bluetooth-Menü in meinem Handy auf, drücke hier unten links diese Taste. Das Gerät wird dementsprechend gesucht. Ich lese bzw. wähle es dann hier unten aus der Liste aus. Zack, da ist es schon. Wähle es an. Dann drücke ich hier auf Koppeln. Hier einmal Ja und im Grunde genommen ist es das schon gewesen. Die Kopplung läuft. Ich möchte jetzt natürlich nicht meine Kontakte hier reinbringen, sondern lasse jetzt einfach mal meine Kontakte nicht synchronisieren. Und damit ist im Grunde genommen die Verbindung hergestellt. Jetzt habe ich selbstverständlich auch die Möglichkeit, über Bluetooth hier Apple CarPlay zu machen. Das heißt, ich kann also jetzt hier im Grunde genommen die meisten Apps, die ich auf meinem Handy habe, auch dementsprechend steuern. Heißt, wenn ich hier unten drauf drücke, habe ich die einzelnen Apps, die man halt dementsprechend hat. Ich habe meine Kartennavigation, die von Apple angeboten wird, oder eben all diese Apps, die man halt so auf dem Handy halt hat, auch unter anderem WhatsApp, kann ich dann hier bequem drüber ablesen oder auch einen Splitscreen, wo ich hier Navigation habe und dementsprechend auch hier meine Musik halt dementsprechend steuern kann. Ich finde es sehr schnell und praktisch auch angelernt. Also es dauert keine 30 Sekunden, wenn man es selbst das erste Mal macht. Also relativ einfach. Zur Heizungsanlage, denke ich mal, gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Auch das ist relativ easy going. Im Regelfall stelle ich hier einfach nur über diesen Drehschalter meine Temperatur ein und lasse dann eigentlich die Heizung im Vollautomatikmodus laufen. Das heißt, es wird selbstständig die Klimaanlage zugeschaltet, wenn vonnöten ist. Die Gebläsestärke wird dementsprechend rauf oder runter gefahren, wenn ich das alles im vollautomatischen Modus habe. Wenn ich allerdings da dementsprechend eingreifen möchte, ich möchte beispielsweise die Gebläsestufe manuell höher schalten, dann kann ich hier jederzeit einfach die dementsprechende Taste drücken, oder ich möchte meinen Luftstrom jetzt nur nach oben und nach unten lenken oder halt vielleicht sogar nur in der Mitte und schalte alles weitere weg, dann kann ich das dementsprechend machen. Ich kann die Heizung auch einmal komplett ausschalten hier oder halt einfach wieder den Automatikmodus drücken und dementsprechend auch
dann wieder die Heizung dann einschalten. Hier habe ich nochmal eine Bergabfahrhilfe, um ein dementsprechendes Limit halt einzuschalten. Und hiermit kann ich nochmal die Traktionskontrolle in der Empfindlichkeit ein wenig einstellen. Das kann schon mal hilfreich sein im Winter, wenn ich mich festgefahren habe, um das Auto eben aufzuschaukeln. Hier oben in der Armaturentafel ist nochmal eine Klappe drin, die ich auch aufklappen kann. Hier sind zwei USB-Anschlüsse drin. Einmal kann ich hier eben auch per USB mein Handy verbinden und auch Apple CarPlay halt dann eben nicht über Bluetooth, sondern über Kabel machen. Oder hier könnte ich nochmal ein Speichermedium einbringen, wo ich dann Musik drauf abgespeichert habe. Oder, was auch ganz wichtig ist, Updates fürs Navigationssystem auf einen Stick laden, hier dementsprechend einlesen und dann übers Gerät wieder reinziehen, so damit ich den neuesten Update-Stand habe. Ich glaube, wir sind im Innenraum mit unserer Roomtour durch. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, würde ich mich A über ein Like sehr freuen. Sollten Sie weitere Anregungen haben, dann würde ich mich über rege Kommentare sehr freuen. Wir versuchen hier auch Ihre Kommentare mit aufzunehmen und vielleicht in den nächsten Videos mit zu berücksichtigen. Auch wenn Sie Themenwünsche haben, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle Themenwünsche gleich in den nächsten 14 Tagen abgefilmt haben und eben dann veröffentlicht haben. Aber wir schauen uns das an, werten das aus. Da, wo es die meisten Rückfragen drauf gibt, beziehungsweise das meiste Interesse ist, werden wir ganz sicher ein Special machen, wie beispielsweise eine detaillierte Erklärung über die Heizung oder wie helfe ich mir selber, wenn ich bei der Heizung beispielsweise irgendwelche Störquellen habe oder Fehlermeldungen habe, wie kann ich mir selber vor Ort gerade abhelfen, weil wie es oftmals so ist, wir nutzen unser Reisemobil sehr oft am Wochenende, da ist nicht immer gleich der Service besetzt und da ist es schon mal ganz gut, wenn man vielleicht eine schlaue Lektüre hat, die man dann im Internet findet, über YouTube beispielsweise, wo man dann über ein kurzes FAQ-Video halt eben mal gerade sehen kann, wie kann ich mir gerade selber helfen. Also, schreibt fleißig in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es. Weitere Informationen zu uns und zu unserem Videokanal erfahrt ihr über www.cartago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marein Caravaning. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Tschüss, wir sehen uns. Ihr Andreas Marein. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. So bleiben Sie immer informiert rund um das Thema Marein Caravaning und Cartago. Tschüss, wir sehen uns.